Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin Rangi Dwarfi und wir sind unterwegs mit dem GW Panther der Artillerie der Deutschen der Stufe 7. Wir sind auf der Karte Live Oaks. Und in einem Gefecht der Stufe 7 und 8. Und da ich zwei Tagesaufträge hatte, wo ich kritische Treffer machen muss, einmal 5 und einmal 7 in einem Gefecht, hatte ich mir dann gedacht, dass mit anderen Panzern die ganze Zeit nicht geklappt hat. Nehme ich mal eine Artillerie dazu. Mit denen klappt es meistens am besten. So, die gegnerische Art ich mal raus. Damit bin ich relativ safe. Und nach Bischofs über eine Minute steht schon 1 zu 3. Oder 3 zu 1 für uns, besser gesagt. Diese Runde hat auch die kleinere Kanone drauf. Die lädt 30 Sekunden nach. Ist er leider zu weit weggefahren, dass er nur betäubt war, aber das hat er dann repariert. Trifft besser, 144 Schaden und Betäubungsschaden daher 774. Immer warten, bis fertig ist mit Einzielen. Da hat man die besten Chancen, dass es auch trifft. Ja, hier haben wir kritischen Schaden gemacht. Und Betäubungsschaden. Jetzt müssen dort die Gegner drauf schießen. Jetzt müssen dort verwundet drauf schießen. Ah, die Kette war gezogen. Schön über den Hügel getroffen, selber Schaden gemacht, Unterstützungsschaden durch die Betäubung. Auch nur betäubt. Headshots Haus. Durch das Bewegen geht das Zielkreis auch mal sehr weit auf. Schön getroffen, Kette, Betäubung, alles geht auf die Betäubung drauf,
sind wir mittlerweile bei 2160. Wir haben auch schon 800 selber gemacht an Schaden. Noch so ein Treffer und wir würden schon das Dreifache an Schaden gemacht haben, was wir selber an Strukturpunkten haben. Und damit ist die Runde vorbei und wir gucken uns noch das Gefechtsergebnis an. So, das war die Runde im GW Panther auf Live Oaks. Wir haben gemacht Überlegensabzeichen erster Klasse, Schläger und Unterstützer. Wir haben selber 1045 Schaden gemacht und 909 Spaßerfahrung erhalten. 9-mal geschossen, 4 Direkttreffer, davon aber kein Durchschlag, 9-mal Flächenschaden. Alles war über 300 Meter. Wir haben durch Kettenzerstörung 596 Unterstützungsschaden gemacht und durch Betäubung 2564 Schaden gemacht, 9-mal Betäubung verursacht. Die Runde ging 5 Minuten 37 Sekunden und wir haben 41.072 Kreis plus gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.